liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, Montagnacht und Mittwochnacht. Das sind unsere offenen Themennächte. Also auch heute in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Britta. Und Britta ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Britta. Schön, hallo. Ja, schön. Bin ganz aufgeregt. Ja, das geht gleich. Ja, also. Um was geht's? Ja, bei mir geht's eigentlich ja um ja was Trauriges eigentlich. Also es ist so, dass ich bin, ich versuche das jetzt mal so kurz wie möglich zu fassen. Es ist zwar schwierig, aber gut. Also ich bin mit einer Fehlbildung an der Leber auf die Welt gekommen und wurde gleich entdeckt, bin operiert worden mit 3 Monaten, hatte nicht großartig Chancen, weil die meisten Kinder daran gestorben sind, bin aber durchgekommen, habe auch ein relativ normales Leben dann geführt, mit 13 Mal einen ordentlichen Zwischenfall gehabt, den aber... Was heißt, lass mich mal unterbrechen, du bist mit 3 Jahren an der Leber operiert worden? Nee, mit 3 Monaten. Mit 3 Monaten, entschuldige, mit 3 Monaten, ja, genau. Mit 3 Monaten an der Leber operiert worden. Und was ist da operiert worden an der Leber? Ich hatte so eine Gallengangsfehlbildung, die hört sich erstmal harmlos an, aber wenn man die nicht behandelt, dann sterben die Kinder innerhalb der ersten 2 Jahre. Und mittlerweile macht man diese OP, die ich damals bekommen habe, nicht mehr, weil die nicht erfolgreich war. Ja. Wie gesagt, die meisten Kinder sind danach trotzdem gestorben. Ja. Mittlerweile, wenn ein Kind mit der Krankheit auf die Welt kommt, transplantiert man das gleich. Aber das konnte man damals noch nicht. Aber bei dir hat es dann funktioniert und du bist dann... funktioniert, genau. Ja. Das war mehr Glück als Verstand, aber bei mir hat das funktioniert. Bis zum 13. Lebensjahr, sagtest du gerade? Ja, genau. Da hatte ich dann nochmal einen Zwischenfall, da hatte ich eine starke innere Blutung, habe aber auch das ganz gut weggesteckt und mir wurde so ein Röhrchen eingesetzt und auch dann habe ich wieder ein ganz normales Leben geführt, bis ich, habe dann auch mit 2000 Abitur gemacht und war dann ganz Feuer und Flamme. Ich hatte die Schulzeit gehasst und ich habe mich die ganze Zeit schon jahrelang wusste ich, dass ich Kinderkrankenschwester werden will, hatte mich dann auch schon ganz früh beworben und hatte dann auch einen Ausbildungsplatz und ich habe mich tierisch darauf gefreut. Und jetzt hört sich das so an, als käme jetzt ein großes Aber. Ja, richtig. Also kaum habe ich mit der Ausbildung angefangen, hat sich dann meine Leber eben dann leider doch verschlechtert. Und zwar ging es dann recht schnell. Das war dann 2000. Ich habe die Ausbildung ein paar Wochen abbrechen müssen. Das hat sich dann geäußert. Ich hatte eine Gallengangsentzündung nach der anderen. Das äußert sich mit hohem Fieber, Schüttelfrost. Ja. Man wird gelb. Dann hatte ich innere Blutungen und. Wie wurde das behandelt? Ja, ich bin dann quasi ständig in der Uniklinik gewesen und innere Blutungen, ja, wurden verödet, Bluttransfusionen, Antibiotika ohne Ende, also Dauerantibiose, irgendwann natürlich viele Resistenzen gehabt und irgendwann waren die... Ich mach mal einen Vorschlag, Britta. Wir zäumen das fällt mal von hinten auf. Du bist heute 26 Jahre alt. Ja. Wenn du mir erzählst, dass im Jahre 2000 doch etwas Dramatisches passiert ist mit deiner Leber... fangen wir mal jetzt von hinten an zu erzählen. Wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute mit deiner Leber? Ja, das ist eben. Das ist jetzt, also ich versuche noch kürzer zu machen. Es war dann einfach so. Ich bin irgendwann waren die Ärzte hier in der Uniklinik am Ende, haben mich dann in ein Transplantationszentrum überwiesen nach Nordrhein-Westfalen und dort wurde mir gleich gesagt, kann man nichts mehr machen, wenn du älter als 25 werden willst, lass dich transplantieren. Und ist das passiert dann? Das ist passiert. Das heißt, du bist in deinen jungen Jahren schon Leber transplantiert worden. Richtig, genau. Ja. Und mit dieser Leber lebst du heute noch? Noch, richtig, noch, kann man wirklich sagen, noch. Weil es war dann so, ich bin dann auf die Liste gekommen und das große Problem an diesen Wartelisten bei Eurotransplant ist ja, dass sie einfach, es gibt zu wenig Spenderorgane und deswegen... so 30% der Leute, die da eben warten, sterben, weil sie einfach nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Ja. Deswegen auch gerade in Wie lange musstest du denn damals auf deine Leber? Also ich hätte so ungefähr ein Jahr warten müssen. Ja. Ich hatte aber ein Riesenglück. Bei mir hat ein Cousin, der in der Nähe wohnte von dieser Klinik, wo ich lag. Sag mal so ungefähr, wie lange du warten musstest. Ein halbes Jahr oder Monat? 3 Monate. Ich habe keine Leber von Eurotransplant bekommen, sondern ich habe eine Lebensspende bekommen von meinem Cousin.
Und, aber das heißt, eine Lebendspende heißt bei ja das? Bei der Leber. Das heißt, man kann die nicht vollständig weggeben, ja, wie die Niere. Ja. Da kann man ja eine spenden. Bei der Leber geht es so, dass man die Hälfte spenden kann. Mhm. Und mit dieser Hälfte kann man dann leben. Ja, genau. Die wächst dann sowohl bei Empfänger als auch beim Spender wieder nach. Mhm. Was natürlich, es ist halt so eine Sache. Es ist eine Riesenoperation auch beim Spender, natürlich. Ja. Natürlich, ja. Und das dann auch anzunehmen, macht man's nicht. Aber ich habe mich dann so verschlechtert, nachdem ich auf der Liste stand, dass natürlich der Überlebenswille war dann doch größer und er wurde dann untersucht, und das sind sehr aufwendige Untersuchungen, aber er kam dann eben als Spender in Frage. Wie kam das denn, das bedeutet ja, dass ihr einen ganz nahen Kontakt oder einen ganz innigen Kontakt habt, dass er das für dich getan hat? Ja, das war so, er hat mich, also mich haben die Ärzte darauf angesprochen und haben gesagt, Mensch, guck mal in deiner Familie oder so, ob da nicht jemand hier spenden kann. Mhm. Wir haben einfach zu wenig Spenderorgane. Dadurch verkürzen sich natürlich die Listen. Deswegen sind die da immer ganz wild drauf. Aber das heißt, es war denn so ein enges Verhältnis zwischen euch beiden, dass er das dann schon relativ schnell gemacht hat? Ja, schon sehr gut. Und er hat mich halt in der Zeit sehr viel besucht, weil er dort eben wohnte in der Nähe. Ja. Und er kam mir dann plötzlich mit dieser Idee Lebensspende. Und ich dachte, wo kommt er damit her? Das ist ja eine tolle Sache, ne? Ja, er war kein Mediziner und die meisten Leute wissen das gar nicht, dass es das gibt und ich hatte ihn nicht drauf angesprochen. So, jetzt sind so viele Jahre vergangen. Ja, genau. Wie geht es dir heute mit dieser Spende? Also es war dann, ich bin 2003 im März dann transplantiert worden mit dieser Leber von meinem Cousin und es war während der Operation sehr aufregend mit Herzstillstand und postoperativ wahnsinnige Probleme gehabt, war sehr knapp alles. Mhm. Aber ich habe es irgendwie doch gepackt, bin dann auch irgendwann tatsächlich mal aus der Klinik entlassen worden, in die Kur gegangen, habe mich da tatsächlich gut erholt und hatte dann nachher so viel Power im Kopf sozusagen, dass ich dann sofort wieder eine Ausbildung anfangen wollte. Mhm. Jetzt sind wir noch im Jahre 2003. Sag mir doch mal ganz einfach, wie es dir heute geht. Ja, heute geht es mir sehr schlecht. Ich liege wieder dauernd in der Klinik. Ich habe im Prinzip den Zustand, den ich hatte, wie vor der ersten Transplantation. Nur mit dem ganz dicken, fetten Unterschied, dass ich stehe wieder auf der Liste seit einem Jahr. Ja. Wie kommt das? Die ist nicht abgestoßen worden, wie viele denken, sondern das hat eine Durchblutungsstörung gegeben. Meine Arterie ist zugegangen. Und da kann man, das hört sich dann so an, ne? Beim Herz kann man das alles wieder aufdehnen, so mit Stents und Ballonkathetern und so, das geht aber bei der Leber nicht, weil die Arterie bis in die kleinsten Verästelungen geht. Mhm. Kann man eben nicht aufstehen. Da war noch eine kleine Chance, dass der Körper selber hilft, aber das hat er nicht gemacht. Das heißt, dir geht es heute wieder schlecht. Du wachtest auf die Spende eines Komplettorgans. Genau. Und jetzt ist es eben das Riesenproblem, an dem ich jetzt hänge, ist, ich bin im Januar 2006 auf die Liste wieder gekommen. Mir wurde damals gesagt, Wartezeit, weil ich damals auch wieder viele innere Blutungen hatte, den ganzen Winter wieder in der Klinik war die innere Blutungen, eine Fieberattacke nach der anderen und dann also richtig über 40, ne, so richtig übel ist das dann und ohne Antibiotika geht sowieso gar nichts mehr, ne, da würde ich sofort weg sein vom Fenster irgendwie hat mir das gesagt, 2 bis 7 Monate, so. Und dann ging es mir aber so weiter, so schlecht, dass sie mir im Sommer eine Drainage in die Gallengänge gelegt haben, was bewirkt hat, dass sich die Werte bei mir verbessert haben, was Eurotransplant natürlich immer wieder mitgeteilt wird, die neuesten Werte, was die darauf veranlasst hat, mich von einer hohen Liste auf eine tiefere. Also eine ganz fatale Wirkung hat die Information. Also mir geht es durch die Drainage schlechter. Das bedeutet, wie lange kannst du denn jetzt in deinem jetzigen Zustand, du bist zu Hause, ne? Du lebst zu Hause oder bist du in einem Krankenhaus? Ich bin im Krankenhaus. Du bist im Krankenhaus. Kann man denn in der Situation so noch sehr lange leben? Das ist es eben. Sagt mir jeder was anderes. Es ist einfach, die Situation jetzt ist so, dass ich
permanent Fieber habe. Also ich, als Beispiel, ich bin vor 4 Wochen in die Klinik gekommen, war eine Woche drin, war 2 Tage zu Hause, bin wieder eine Woche drin, bin wieder 2 Tage zu Hause, bin wieder eine Woche drin, wieder 2 Tage. So geht das, ne? Mhm. Und ohne IV-Antibiotika geht gar nichts. Also orale Antibiotika so zum Schlucken, die schlagen bei mir nicht mehr an. Mhm. Und auch durch diese Drainage, die liegt bei mir dadurch, dass ich eine komplett andere Anatomie im Körper habe, durch die vielen Voroperationen, liegt bei mir das sowas von bekloppt, dass ich ohne mehrfach mir Morphium am Tag zu spritzen gar nicht zurechtkäme. Also die Situation ist sehr ernst. Ja, genau. Also ich muss mir mehrfach am Tag Morphine spritzen, weil die Schmerzen unerträglich sind. Ich habe permanent diese Fieberattacken und so weiter. Also es geht eigentlich nicht mehr. Im Prinzip wäre die Lösung für dich, wenn ein... Eine Transplantation. Sofort. Okay. Und jetzt ist aber folgendes Problem. Jetzt hat nicht nur, dass ich dann von dieser Liste auf eine schlechtere Liste kam, was statt 2 bis 7 Monate 2 bis 3 Jahre bedeutet hätte anwarten. Nein, es kam dann noch dicker. Jetzt haben sie das Transplantationsgesetz geändert und jetzt wird an 3 Werten, also anhand von 3 Werten, beurteilen die jetzt einen sogenannten MELD-Score. Das ist eine Zahl, die wird ausgerechnet und daran wird beurteilt, wie schnell derjenige ein Organ braucht. Und alle diese 3 Werte sind bei mir gut. Ach so. Das heißt, ich habe überhaupt keine Chance auf Organ. Aber können, ich meine, können denn die Ärzte, deine Ärzte sehen ja, was mit dir los ist. Die sehen das wohl. Können die das denn nicht weiter kommunizieren an das? Genau, das ist das Riesenproblem. Ich habe hier einen Professor, der sehr nett ist, den ich auch mag und der eigentlich sehr zuverlässig ist, aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ich weiß es nicht, was los ist. Jedenfalls, ich bitte ihn seit Wochen, eher seit Monaten, seit es sich so zuspitzt, bitte schreib an das Transplantationszentrum. Mhm. Ich habe ihm all die Punkte auch nochmal, er weiß sie ja auch so. Hast du denn aber vielleicht auch mal mit anderen aufgelistet, was er denen, welche, die ganzen Symptome, unter denen ich so massiv leide, Britta, sind weißt Symptome, du? An denen ich im Prinzip sterben kann, ja, aber sie werden in diesem System von Eurotransplant nicht berücksichtigt. Mhm. Und bei denen bin ich eine Nummer. Hast du denn mit Betroffenen irgendwie Kontakt? Mit Selbsthilfegruppen oder irgendwas? Ja, habe ich auch. Also das ist aber im Moment einfach, ich kenne natürlich einige aus der Zeit, wo ich in dem Transplantationszentrum lag. Die hatten eigentlich alle viel schlechtere Chancen. Denen geht es aber heute alle viel besser, weil diese Komplikationen, die ich habe, die ist so selten. Ja, denen geht's allen sehr gut und im Moment meide ich den Kontakt eher, weil ich dann fast nur losheule, Britta, ich habe jetzt ein Problem, das will ich hier ganz offen sagen. Dein Fall ist sehr dramatisch und dein Fall ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Dass ich merke, ich werde dir in dem Zeitfenster, das ich jetzt hier in der Sendung habe, werde ich dir nicht gerecht. Ich werde nicht so ausführlich mit dir sprechen können, wie ich es eigentlich müsste. Klar. Ich möchte dich aber auf keinen Fall irgendwie jetzt vor den Kopf stoßen. Und ich möchte auch mit allen Mitteln alles tun, um in irgendeiner Weise, vielleicht mit Rat und eventuell auch mit Tat, dir zur Seite zu stehen. Deshalb möchte ich bitten, dass wir das Gespräch jetzt hier auf dem Sender abbrechen. Mhm. Und wir in Ruhe, das heißt meine Mitarbeiter, und mit dir im Hintergrund sprechen. Ja. Und alles Weitere, was man vielleicht noch anstoßen kann, von uns aus dann hier machen. Darf ich noch eins dazu sagen? Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass auch viele Leute mitbekommen, einfach um diese, dass die Leute sich Organspenderausweise anschaffen. Die meisten Leute denken da einfach nicht drüber nach, ne? Es ist einfach, ja klar, jemand Gesundes denkt da nicht drüber nach, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es nicht was erwischt und jetzt doppelt, ne? Die Leute, die müssen das in die Köpfe kriegen. Unbedingt, das sehe ich auch so. Das ist einfach auch nochmal ein Aufruf, sich einfach einen Organspendeausweis anzuschaffen oder wenn ein Angehöriger stirbt und es steht, nicht fest, was macht man mit dem, dass man die Organe freigibt, wenn er denn nichts dazu gesagt hat während seiner Lebenszeit. Das ist sehr gut, dass du das sagst, weil wenn jemand Betroffenes dazu aufruft, hat das natürlich ein hohes Gewicht. Wenn die Organe verschimmeln unter der Erde, da bringen sie keinem was. Und okay, liebe Britta. Also gut, dass du es gesagt hast und ich schließe mich dem wirklich völlig an und habe das auch schon oft hier in der Sendung gesagt, dass ich das sehr befürworte. Jetzt werden wir dich gleich zurückrufen. Du legst bitte auf, okay? Okay, also ich lege jetzt einfach auf. Genau, und du wirst gleich von uns hören. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Von Herzen alles Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss.
Hier ist Tobi. Tobi ist 17 Jahre alt. Guten Morgen, Tobi. Morgen, Domian. Hallo, Tobi. Um was geht's bei dir? Ich wollte einmal kurz vorher noch zwei Sachen sagen. Du weißt doch bestimmt noch, der gestern, von dem der Bruder ermordet wurde, ne? Mhm, klar. Der hat mein allertiefstes Mitleid. Mhm. Und die junge Dame, die eben gerade vor mir dran war, die soll den Kopf hochhalten, die wird schon noch einen Spender finden. Wir drücken ihr die Daumen. Ja. So, bei mir geht's zu dir, Tobi. Mein Vater, der ist seit 9 Jahren, sind meine Eltern geschieden. Mhm. Und ich habe seit 9 Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Mhm. Und ich habe das jetzt, das Problem. Ich habe meinen Vater früher abgrundtief gehasst dafür, von Enttäuschung auch so Hass. Und allerdings möchte ich jetzt wiederum mal Kontakt mit ihm aufnehmen, um rauszufinden, ob er mich überhaupt noch erkennt oder überhaupt noch kennt. Warum hattest du Hass auf deinen Vater? Da er sich halt die 9 Jahre nicht gemeldet hat. Weder zum Geburtstag, zur Konfirmation oder zu Weihnachten. Gar nichts. Hast du das denn mal versucht, dich bei ihm zu melden? Hat er dich abgewiesen? Wir wissen von ihm gar nichts. Ich weiß keine Telefonnummer. Ach so, er ist völlig verschwunden. Man weiß nicht, wo der wohnt. Mhm. Gar nichts. Und meine Mama redet mit dem da nicht drüber. Mhm. Wieso ist das damals auseinandergegangen zwischen den beiden? Weißt du das? Das weiß ich jetzt so gar nicht. Ich glaube, weiß ich. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du denn deinen Vater in guter Erinnerung, als du ein kleiner Junge warst? Eher weniger. Was heißt weniger? Wie hast du ihn in Erinnerung? Ja, eher im Negativen hin, weil ich durfte für ihn früher immer irgendwie... Das Wohnzimmer, die Küche, der Kühlschrank war hinter der Wohnzimmercouch, kann ich jetzt so sagen. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal, die... Also der Kühlschrank, weil war irgendwie so Cola und so drin, ne? Ja. Und dahinter war so eine kleine Wand und da stand das Sofa vom Wohnzimmer. Und er hat mich von ganz hinten aus meinem Zimmer gerufen, damit ich ihm eine Cola hole. Und dann durfte ich wieder in mein Zimmer verschwinden. Mhm. Und sonst wurde ich immer irgendwie auch geschlagen und alles. Und aber trotzdem. Trotzdem ist jetzt so, du bist ja 17 Jahre alt, trotzdem ist jetzt so der Wunsch da, ich will den Typ mal kennenlernen. Eben. Um mal rauszukriegen, was war da los und warum hat er sich nicht um mich gekümmert. Bist du das einzige Kind oder gibt es noch weitere Kinder? Nein, ich habe noch eine kleine Schwester, die wird 15 im Oktober. Ja. So, und wie willst du das jetzt anstellen, wenn du gar keine Idee hast oder wenn du nichts weißt, wo er sich aufhält? Ja, ich weiß keine Ahnung. Deswegen hatte ich irgendwie auch die Hoffnung, dass du mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen kannst. Tja, ich meine, die erste Adresse ist erstmal deine Mutter. Ja, aber die redet mir auch nicht so gerne darüber, aber ich... Ja gut, aber das muss sie dann halt mal tun. Ja, aber du hast ihr gesagt, dass du gerne deinen Vater kennenlernen möchtest. Ja, so gesagt kenne ich ihn ja nur, er meldet sich halt nicht seit 9 Jahren. Nee, ist klar, also, dass du ihn jetzt wieder treffen möchtest. Das hast du ihr schon gesagt. Ja. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie meinte sofort, das soll ich sofort vergessen. Warum hat sie nicht gesagt? Ja, das muss sie dir erklären. Du bist ein junger, erwachsener Mann bald. Dann muss deine Mutter, dann hat sie die Pflicht, dir das zu erklären. Ja, ich habe ja, sie auch gefragt, da meint sie nur, ja, das ist die Sache zwischen mir und meinem Vater, würde mich nichts angehen. Ich so, doch, das geht nicht vorwärts, sondern das ist mein Vater. Okay, sie muss ja vielleicht nicht aus ihrer Ehe dir erzählen. Das muss man respektieren. Nein, aber sie sollte dir auf jeden Fall die Informationen an die Hand geben, wie du eventuell an deinen Vater herankommen könntest. Irgendwas wird sie wissen. Ja, aber sie blockiert dann sofort ab, wenn ich das Thema auch nur anspreche. Blockt sie sofort ab. Gibt es denn andere Verwandte noch, die du ansprechen könntest, die eventuell etwas wissen? Von meinem Vater, die Schwester, die meldet sich auch seit 5 Jahren nicht mehr. Weißt du denn, wo die wohnt? Nein, die wohnt in Bückebusch, das ist in Niedersachsen unten. Na gut, aber du weißt, wo sie wohnt und du weißt den Namen der Frau. Ja, aber sie hat jetzt auch wieder ein anderes Telefon, da habe ich auch wieder keine Telefonnummer. Hast du das denn schon ausprobiert? Wir haben alles schon ausprobiert, aber ist nichts. Wie weit entfernt ist das von dir? Das ist, glaube ich, 150, 170 Kilometer. Ja. Ja. Und meine Mutter fährt mit mir da auch nicht hin und ich habe selber noch kein Auto. Mhm. So, sonst gibt es keinen Verwandten? Nee, nicht so im Engkontakt von meinem Vater. Von ihm die Mutter und der Vater sind gestorben. Mhm. Und sonst eigentlich eher weniger. Von meiner Schwester, die Patentante, die hat wohl mal irgendwie was gehört in der Ecke, aber kein Mensch weiß, ob das stimmt. Mhm. Ja, also da ist jetzt guter Rat schwierig, Tobi. Ich würde noch mal eingehender mit deiner Mutter sprechen und ihr klar machen, dass du gerne einfach deinen Vater jetzt noch mal wirklich kennenlernen möchtest und mit ihm sprechen willst, weil es dein Vater ist und deine Wurzeln sind.
Ja. Und du kannst ihr sagen, dass du respektierst, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben will und dass sie vielleicht auch nicht aus ihrer Ehe erzählen will. Aber sie sollte dir die Möglichkeit eröffnen, dass du an ihn rankommst und alle Informationen auf den Tisch legen. Ja, hast du eigentlich recht. Ich finde, das ist ja die einzige. Und dann würde ich trotzdem auch nochmal überlegen, über diese Frau, die da 170 Kilometer entfernt wohnt, irgendeine Möglichkeit, wenn dir das so am Herzen liegt, dann fährst du da mal alleine hin. Und, ja, ich habe ja kein Auto oder sonst irgendwie was. Ich weiß ja nicht, wie ich da hinkommen soll. Dann fährst du mit dem Zug hin, mein Gott, nochmal. Also. Ja, das Problem ist, ich kriege mittlerweile noch nicht mal mehr Hartz IV, weil ich habe meine Ausbildung geschmissen, weil ich mich da ohne Ende beleidigen lassen musste. Verstehe, also da ist nicht viel Kohle und für eine große Zugfahrt ist da nicht viel Geld. Ich kriege mittlerweile Lebensmittelgutscheine. Mhm. Also, ich würde es über die Mutter machen, Tobi. Nächster wirklich intensiver Gang nochmal zur Mutter und intensiv mit ihr reden. Ja, aber ich habe das doch schon versucht. Da musst du es nochmal versuchen. Sie blockt ja. Das heißt, irgendwas weiß sie vielleicht. Sonst habe ich keine Idee, wie du an deinen Vater ankommen sollst. Das musst du dann über die alten Spuren machen, die du um dich herum hast. Das ist die Tante, das ist deine Mutter und weiß ich nicht, wer da vielleicht doch noch irgendwas weiß. Ja, aber ich würde, wenn ich zur Tante hinfahren könnte, würde ich, aber ich weiß auch nicht, wo die wohnt. Die ist ja wohl umgezogen. Die Telefonnummer stimmt nicht mehr, gar nichts mehr. Mhm. Tobi, das kann ich dir nicht sagen, wo deine Tante wohnt. Nee, da musst du suchen und musst fragen. Da muss man, das ist halt eine Detektivarbeit. Da musst du rum recherchieren. Und wenn es nicht jetzt sofort klappt, dann klappt es in einem Jahr. Du kannst dir ja Zeit lassen dabei. Ja. Du musst es nur selbst immer wieder dir vornehmen. Und es gibt tausend Möglichkeiten, Dinge rauszukriegen. Und auch wenn man nicht viel Geld hat, kann man das auch rauskriegen. Du musst nur am Ball bleiben. Und nicht immer sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ja, schon. Ne? Geh mal nochmal, sprich nochmal mit deiner Mutter ganz intensiv. Das finde ich gut. Ja? Ja. Alles Gute und viel, viel Erfolg beim Finden. Tschüss, Tobi. Ciao. Deine Sendung ist super, wollte ich nochmal sagen. Danke, ja. Tobi. Tschüss. Und jedes Tag. Ciao. Ehrlich. Tschüss. Hier ist Sema. Sema ist 32. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Sema. Um was geht's denn bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Und zwar bin ich Türkin, also ich versuche es kurz zu fassen, und verheiratet, habe aber vor 19 Monaten ein Kind zur Welt gebracht, das nicht von meinem Mann ist. Oh. Dieses Kind ist heimlich zur Welt gebracht worden und lebt auch nicht in Deutschland, sondern in der Türkei. Moment mal, wie kannst du heimlich ein Kind zur Welt bringen und dein Mann hat das nicht gemerkt? Nein, er hat es nicht gemerkt, weil ich vorgegaukelt habe, dass ich eine Hormontherapie mache. Ach. Und hast weite Kleider angezogen? Das musste ich noch nicht einmal, weil mein Bauch nämlich nicht derartig groß geworden ist. Das Kind ist dann auch in der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen, also das ist ein Frühchen gewesen. Wer ist der Vater des Kindes? Das war eine einmalige Affäre. Ja, in der Türkei oder in Deutschland? Nein, in Deutschland. Mit einem türkischen Menschen? Ja, ja. Der auch verheiratet ist und auch zwei Kinder hat. Wir haben uns auf einer Fortbildung kennengelernt und es floss ein bisschen Alkohol. Ja. Und nun ist es dann geschehen und ich habe... Lass mich noch fragen, das Kind ist jetzt in der Türkei. Mhm. Bei wem oder wo ist es in der Türkei? Ich habe es bei einer Betreuung abgegeben. Mhm. Ich bin regelmäßig dort. Ja. Aber ich kriege mittlerweile den Spagat nicht mehr hin zwischen Deutschland und Türkei. Lass mich noch fragen, was heißt bei einer Betreuung abgegeben? Was bedeutet das? In einem Heim? Nein, nein. Bei einer Familie? Privat bei einer Familie. Mhm. Ach so. Das heißt, das Kind wird dort betreut. Aber es hat noch keine Ausweispapiere. Wie alt ist das Kind jetzt? 19 Monate. 19 Monate, genau, hast du gerade gesagt, ja. Mhm. 19 Monate ist er. Mhm. Und ich suche nach, seitdem das Kind quasi auf der Welt ist, nach einer Möglichkeit, ein Leben mit meinem Kind zu vollbringen. Mhm. Nur offiziell kann ich es nicht machen, denn wenn ich das öffentlich machen würde, würde das sowohl das Todesurteil von mir und auch des Kindes bedeuten. Weil nicht nur meine Familie ziemlich traditionell ist, sondern auch die Familie meines Mannes. Ja. So, nun haben wir uns vor einer Woche getrennt. Du hast dich von deinem Mann getrennt? Ja. Beziehungsweise er hat sich dann von mir getrennt, weil er die ganzen Umstände nicht mehr mitgemacht hat. Es waren so viele Ungereimtheiten. Ich bin zwischendurch immer wieder mal weg. Erzähle, dass ich auf irgendwelchen Fortbildungen bin oder sonst irgendwas mache. Oh ja. Also er hat irgendwas gewittert, aber er weiß nicht was und hat... Nein, das nein. Hat sich also dann so. Er glaubt eher, dass es eine Affäre ist, die ich habe. Hast du eigentlich mit deinem Mann auch Kinder?
Nein, glücklicherweise nicht. War denn diese Trennung, ist die einfach vollzogen worden oder gab es da auch Gewalttätigkeiten? Hat er dir gedroht? Ja, natürlich. Ja. Er hat dich geschlagen auch? Nein, soweit ist es nicht gekommen, weil wir uns nämlich nicht gegenübergestanden haben. Er hat mich am Telefon mehrmals bedroht und ich habe auch natürlich eine Anzeige erstattet, weil ich sicher gehen wollte. Wie lange bist du mit deinem Mann verheiratet schon? 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. War das nie eine Liebesverbindung? Doch, natürlich. Also das war es auf jeden Fall. Deswegen tut es mir auch unheimlich leid für ihn. Aber mein Kind steht für mich im Vordergrund jetzt. Mhm. Also er ist der Letzte, der was dafür kann, dass diese Umstände da sind. Und ich muss für ihn da sein. Also das ist ein Sohn, ein kleiner Junge. Ja. Mhm. Wie kommt es, dass du in deiner Ehe noch keine Kinder hattest? Ich habe eine Schwangerschaft hinter mir, eine Eileiterschwangerschaft gehabt. Mhm. Und das war im ersten Jahr unserer Ehe. Mhm. Das hat nicht sein sollen. Und durch diese Probleme, die ich dann hinterher gehabt habe, das hat mir einen unheimlichen psychischen Knacks gegeben, dass diese Schwangerschaft nicht voll zu Ende gebracht werden konnte, gab es dann auch natürlich Probleme in der Sexualität zwischen meinem Mann und mir. Achso. Mhm. Also Probleme heißt, dass ihr kaum mehr miteinander geschlafen habt? Selten. Und deswegen war es auch ziemlich sicher, dass dieses Kind nicht von meinem Mann sein kann. Und ich habe auch deswegen viel zu spät gemerkt, dass ich schwanger bin. Aber umso gewichtiger war wahrscheinlich für dich, dass du ein gesundes Kind zur Welt gebracht hast, nach diesen Erfahrungen, die du vorher gemacht hast. Nein, das war es eben nicht. Also ich wollte nachdem ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin, habe ich wirklich alles dran gesetzt, dieses Kind nicht auf die Welt zu bringen. Mhm. Was heißt das? Was hast du getan? Ich habe Alkohol genommen, ich habe diverse Antidepressiva genommen, also ich habe wirklich schwerste Medikamente genommen, nur damit ich dieses Kind nicht auf die Welt bringe. Oh. Und als ich dann gemerkt habe, mein Sohn hat einen unheimlichen Überlebenswillen gehabt, nachdem ich gemerkt habe, das geht nicht, habe ich nach anderen Auswegen gesucht. Ich wollte das Kind in der Türkei zur Welt bringen, beziehungsweise ich bin damals in die Türkei gereist, entweder um zu gucken, ob ich es illegal abtreiben kann. Ja. Oder ob es irgendeine Möglichkeit nach der Geburt, dieses Kind dort zur Adoption freizugeben. Und mit dem Gedanken bin ich dann auch in die Türkei geflogen. Und da warst du in wievielten Monat? In der 28., also fast, ja, knapp 7 Monate, 28. Schwangerschaftswoche war das. Ich bin montags dorthin geflogen, habe mich in einem Hotel einquartiert und habe von Dienstag auf Mittwochnacht schwerste Wehen gehabt und habe da noch gedacht, okay, du hältst das durch bis morgens früh und vielleicht überlebt dieses Kind das ja nicht. Und natürlich war es dann nicht so. Ich habe dann hinterher unter größten Schmerzen morgens dann die Tür aufgerissen des Zimmers und habe dann um Hilfe gerufen. Man hat mich ins Krankenhaus gebracht. Ja. Das Kind kam zur Welt mit 1200 Gramm. Gesund? Ja, zu dem Zeitpunkt nicht. Also zu dem Zeitpunkt war es ein ging es um Leben und Sterben. Es wurde dann natürlich in einen Brutkasten gebracht und ich bin dann, wie gesagt, das Kind kam mittwochs zur Welt und ich bin dann freitags wieder zurück nach Deutschland geflogen. Ach du lieber. Gott, was hast du da mitgemacht? Die ganze Zeit über, was für ein Seelen, was für ein Stress. Da bist du, dein Kind gerade auf die Welt gekommen, es geht um Leben und Tod und dann bist du wieder zurück nach Deutschland geflogen. Ja, ich musste zurück nach Deutschland kommen, genau. Da muss dir das Herz doch gebrochen sein. Nicht nur das, also ich bin am Ende meiner Kräfte, weil ich nämlich seit 2,5 Jahren fast ein Theater spiele, das nicht mehr aufrecht zu erhalten. Sag mal, aber dann kam der Moment, wo du das Kind schon akzeptiert hast für dich irgendwann. Ja. Und da war dir, plötzlich war das Kind das Wichtigste auf der Welt, obwohl du es vorher nicht haben wolltest. Zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht einmal. Zu dem noch nicht, aber es kam dann der Zeitpunkt irgendwann, wo du gesagt hast, na, ich will es haben, das Kind. Dann habe ich nach Auswegsmöglichkeiten gesucht, dieses Kind, also mit einem Leben mit diesem Kind zu führen. Das Problem ist aber, das Kind ist innerhalb der Ehe gezeugt worden. Das heißt auch, im Falle einer Trennung hieße es für mich, dass mein Mann als Vater dieses Kindes in den Papieren eingetragen werden müsste. Also das ist so auswegslos. Ich kann mit dem Kind kein Leben in der Türkei führen, weil ich keine Ausweispapiere ausstellen lassen kann. Weil somit würde dann die Familie meines Mannes das mitbekommen. Das heißt, ich könnte mich auch nicht in der Türkei sicher fühlen.
Und sofern ich aber keine Ausweispapiere für dieses Kind habe, kann ich es auch nicht nach Deutschland bringen. Verstehe, also ein furchtbares Dilemma. Ja, ja. Du bist jetzt von deinem Mann getrennt. Ist das für dich auf einer Seite eine Erleichterung? Ja, auf jeden Fall. Das schon. Aber dennoch ist jetzt das große Problem, wie komme ich mit meinem Kind zusammen? Genau, genau. Und es gibt keine Institution, mit der ich in Kontakt getreten bin. Das hat mir bisher noch keiner sagen können, welche Möglichkeiten es für mich gibt, mit diesem Kind ein Leben weiterzuführen. Ja. Am liebsten in Deutschland? Am liebsten in Deutschland. Ja. Ich bin hier geboren, ich bin 32 Jahre alt, habe mein Studium hier beendet. Ja. Und was hast du studiert? Sozialwissenschaften. Es muss eine Stelle in Deutschland geben, ich bin ganz sicher. Es gibt so viele Ausländerberatungsstellen und Vereine und alles Mögliche, Hilfsorganisationen, die auch in einem solchen speziellen Fall Bescheid wissen, bin ich ganz sicher. Da müssen wir nur jetzt eine Recherche anleiern. Also ich habe versucht zu recherchieren, aber teilweise habe ich so große Aufsätze, dass ich auch die minimalsten Sachen, also es sind die kleinsten Kleinigkeiten nicht mehr einfallen. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Also der Tatbestand, den hast du jetzt hier erzählt und eindringlich erzählt. Ich mache einfach gleich jetzt sofort einen Aufruf an meine Zuschauer und Zuhörer. Wer eine Idee hat, wo sehen wir eine seriöse Beratung, eine gute seriöse Beratung kriegen könnte für dieses sehr spezielle Problem. Ja. Bitte mailt uns das so schnell wie möglich an domian@wdr.de. Wir geben das dann natürlich an dich, an Seema, so schnell wie möglich weiter. Super, also das wäre mir eine so große Hilfe. Also mein größtes Verlangen ist einfach mit meinem Kind zusammen sein zu können und das für Sicherheit. Und ich glaube, dass die einzige Sicherheit gewährleistet ist hier in Deutschland. Jetzt muss ich noch mal eine Sache nachfragen, weil ich das nicht richtig kapiere. Wenn du jetzt in die Türkei reisen würdest und würdest mit diesem Kind zurück nach Deutschland kommen, warum geht das nicht? Da brauchst du. Ich bin türkische Staatsbürgerin und das heißt, ich müsste einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Ach so. Und da ich zurzeit arbeitslos bin, hieße das, ich müsste eine feste Anstellung haben und mindestens 3 Monate arbeiten. Das würde ich auch noch in Betracht ziehen. Also das heißt, also diese 3 Monate würde ich natürlich gerne von meinem Kind getrennt sein, aber in meinem Bereich gibt es nun mal keine Arbeitsstelle und in anderen Bereichen auch nicht. Ich suche dringendst eine Arbeit. Und wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben und annehmen würdest? Würde ich ja auch sehr gerne. Würde das dann das Ganze vereinfachen? Ja, natürlich. Das heißt, wenn ich deutsche Staatsbürgerin wäre, müsste ich noch nicht einmal Arbeit haben, um mein Kind hierher zu bringen. Also wäre das vielleicht ein Weg? Aber das kann ich leider auch nicht. Dadurch, dass ich zurzeit arbeitslos bin, heißt das für mich auch, dass ich nicht eingebürgert werde. Also sehr kompliziert. Das ist jetzt ein hochkomplizierter juristischer Fall. Nochmal meine Bitte an meine Zuschauer und Zuhörer. Wenn ihr eine Idee habt, wer helfen könnte oder wer sehr fachlich kompetent in diesen Fragen sich auskennt, bitte mailt uns das, domian@wdr.de. Wir reichen es an dich weiter. Dennoch werden wir auch mal im Hintergrund noch ein bisschen rumgucken und recherchieren. Und wenn wir noch was finden, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Oh, ich bin euch so dankbar, wenn da irgendwas in Gange käme. Wir versuchen es. Also das ist jetzt ein Versuch und vielleicht klappt es ja. Vielleicht kommen wir ein bisschen weiter. Ja, ich danke schon mal im Voraus. Wir melden uns bei dir, Seema. Okay, danke. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit Margret. Margret ist 44 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Margret, um was geht's? Ja, also es geht um eine chronische Krankheit, die ich seit gut 3 Jahren habe. Und dass ich nächste Woche ins Krankenhaus muss und die dritte schwere Operation vor mir habe, die mich im Moment ziemlich aus der Fassung bringt. Was ist das für eine Erkrankung? Also es ist eine Frauenerkrankung, also eine Erkrankung, die nur Frauen bekommen können. Und zwar heißt diese Krankheit Endometriose. Und wie äußert sich diese Krankheit? Das muss man ganz kurz erklären. Endometriose kommt von Endometrium. Endometrium heißt Schleimhaut in der Gebärmutter. Das ist Endometrium. Das heißt, das ist eine Schleimhaut, die sich ja jeden Monat aufbaut und jeden Monat auch wieder abbaut mit der Menstruation. Bei dieser Endometriose wachsen Zysten, also Tumore, eben bestehend aus diesem Gebärmutterschleim, aber außerhalb der Gebärmutter. Überall im Unterleib. Überall im Unterleib? Ja, das heißt, die können an den Organen wachsen, können am Bauchfell wachsen. Diese Endometriosezysten oder Schokoladenzysten, wie man den Volksmund nennt, können am Darm, im Darm, also überall
im Unterleib halt wachsen. Und sind die immer bösartig? Nein, die sind nicht bösartig. Die sind nicht bösartig? Nee, sie sind gutartig, aber sie können also dermaßen Beschwerden machen, ja, dass sie fast tödlich verlaufen kann, diese Krankheit. Das heißt, wenn du nichts unternehmen würdest, hättest du irgendwann unfassbare Schmerzen und könntest die unter... Die eh schon, ja. Du hast die eh schon. Und die Gefahr des Todes wäre sehr, sehr hoch, weil die irgendwelche Organe kaputt drücken oder... Kaputt gehen. Also kaputt gehen dadurch. Vor 3 Jahren bin ich das erste Mal operiert worden. Da hatte ich eine 18 cm große Zyste. 18 cm? Ja. So groß? Ja. Mhm. Also die wachsen unwahrscheinlich. Und das war ein reiner Zufall, diese Diagnose. Ich bin zum Arzt gegangen, weil ich Schmierblutungen hatte und habe gedacht, naja gut, über 40 Wechseljahre. Mhm. Geh mal zum Arzt. Ja, und der hat uns festgestellt, dass ich einen 18 cm großen Tumor im Bauch habe. Und somit wurde diese Krankheit auch entdeckt? Überhaupt erst diese Krankheit entdeckt worden, genau. Dann hast du sie jetzt wie viele Jahre? Dreieinhalb Jahre, wo es jetzt ganz sicher ist, dass ich diese Krankheit habe. Und stehst ja schon vor deiner dritten Operation. Genau. Mhm. Damals, der erste Tumor konnte nicht entfernt werden, weil die Gebärmutter und die Eierstöcke da drin verwachsen waren zum Teil. Und deswegen konnte man den Tumor nicht entfernen. Man hat ihn dann nur punktiert, weil das ja Flüssigkeit ist, die in diesem Tumor ist. Mhm. Hat ihn bis auf 10 cm eben halt verkleinert und dann durch Hormontherapie auf 5 cm runtergekriegt. Also eine richtige Tortur. Ja, natürlich, klar. Mhm. Halbes Jahr lang Spritzen, also Wechseljahrsbeschwerden vom Allerfeinsten und. Und dann bin ich letztes Jahr, bin also auch immer regelmäßig zur Nachsorge gegangen, weil das halt wichtig ist, weil ja immer wieder neue Tumore wachsen können. Mhm. Ja, und dann hat mein Frauenarzt wohl auch nicht so wirklich aufgepasst. Auf jeden Fall bin ich irgendwann mit fürchterlichen Schmerzen zum Notdienst gegangen, sonntags, weil ich konnte nicht mehr schlafen, kein Stuhlgang mehr möglich, also konnte kein Wasser mehr lassen, gar nichts so richtig, konnte vor Schmerzen nicht mehr schlafen, nicht mehr stehen, gar nichts mehr. Und bin dann eben halt zum Krankenhaus gleich eingewiesen worden. Dort hat man dann Ultraschall gemacht und hat festgestellt, dass ich schon wieder einen 14 cm großen Tumor im Bauch hatte. Man hat mich dann von der ersten Klinik zu einer anderen Spezialklinik überwiesen, weil ich auch fürchterliche Entzündung hatte und Fieber an die 40, was nur noch mit Antibiotika und starken Schmerzmitteln und dann noch etliche Untersuchungen wie CTG und was weiß ich nicht alles. Und dann ist es eben halt zu einer Notoperation gekommen. Das heißt, man hat mich also abends vorher noch untersucht, hat gesagt, sieht alles nicht so prickelnd aus, aber das kriegen wir hin, der Tumor wird entfernt und dann machen wir gleich Gebärmutter weg und Eierstöcke weg und dann wird das schon wieder, das kriegen wir schon hin. Ja, ja, und dann werde ich am nächsten Tag irgendwann gegen Abend wach und fühle so auf meinen Bauch und ja, ich denke, was ist das denn? Habe ich einen Beutel auf dem Bauch? Das heißt, der Tumor hatte sich in den Darm reingefressen. Mhm. Es hatte eitrige Abszesse gegeben im Darm. Der Darm war perforiert und ich wäre fast dabei draufgegangen. Und jetzt hast du einen künstlichen Ausgang? Ja. Für immer? Seit einem Jahr einen künstlichen Ausgang. Kann der irgendwann im rückgängig gemacht werden? Ja, das soll jetzt nächste Woche gemacht werden, unter anderem. Was soll denn nächste Woche noch gemacht werden? Die Eierstöcke sollen raus und die Gebärmutter. Ist denn damit, weil man das bei der ersten Operation nicht machen konnte. Ist denn damit wirklich die Hoffnung verbunden, dass man diese Krankheit denn eindämmt? Ja, die Hoffnung schon. Aber es kann sein, dass... Ich meine, es sind ja noch genügend andere Organe da, die befallen sein könnten. Oder der innere Bauchraum, oder? Ja. Kann man gegen diese Krankheit... mikroskopisch kleine Zysten da sind, die man so nicht sieht bei der Operation, wenn man mich öffnet und... Ja, kein Mensch weiß, wie diese Krankheit ausgelöst ist. Nein, ich war jetzt auch in Reha-Kliniken. Ich bin also in schwere Depressionen verfallen, nachdem ich mit diesem Darmausgang aufgewacht bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mein Mann nicht da gewesen wäre, ich hätte es aufgegeben. Also du bist verheiratet? Hast du Kinder auch? Ja. Ja. Wie viele? Es ist meine dritte Ehe schon. Ja. Ich war mit einem Alkoholiker zusammen. Und ich habe 2 Kinder aus erster Ehe und habe auch also ziemlich was hinter mir, wenn es um diese Sachen geht. Aber dein jetziger Mann ist nicht der Alkoholiker? Nein, mein jetziger Mann ist total lieb. Und wie alt sind deine Kinder? Wir haben ein Haus zusammengekauft und jetzt sitze ich zu Hause, kann nicht mehr arbeiten gehen. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind 26 und 24. Ah ja, die sind, da musst du dich nicht drum kümmern. Nee. Kann man gegen diese Krankheit therapeutisch nichts machen, außer schneiden? Kann man nicht. Also man kann versuchen, das mit Hormonen im Griff zu halten, weil diese Zysten
werden durch Östrogene, wird dieser Wuchs eben halt, ach Mensch, sag mal. Also ist das denn eine Krankheit, die mit den Wechseljahren irgendwie zusammenhängt, dass sie dadurch ausgelöst wurde? Also es ist so, dass Frauen, sobald sie ihre erste Regelblutung bekommen, auch diese Endometriose bekommen können. Und sollte eigentlich nach den Wechseljahren vorbei sein. Aber das ist nicht immer so. Also es gibt auch Frauen, die nach den Wechseljahren immer noch diese Zysten im Bauch haben. So, es steht diese große Operation dir bevor. Richtig. Die macht mir absolute Panik, weil die erste Operation hat schon nicht so richtig geklappt. Die zweite, da hätten Eierstöcke Gebärmutter entfernt werden sollen. Ist nicht passiert, weil alles so entzündet war, dass man die Eierstöcke nicht mal mehr richtig erkennen konnte. Bist du denn da, hast du das Gefühl, bist du da in guten Händen? Ja, eigentlich schon. Ja. Aber im Moment habe ich einfach nur, ja, so absolute Panik. Also, dass die anderen Operationen nicht so verlaufen sind, wie du dir das gewünscht hättest, lag nicht an dem Chirurgen, sondern lag an der Situation deines Krankheitsverlaufes. Richtig, ja, natürlich. Ja. Und das Problem ist eben halt, dass man diese Zysten auch erst wirklich dann feststellen kann, wenn man in den Bauch reinguckt. Das heißt, entweder eine Bauchspiegelung bei leichtem Verlauf oder eben halt wie bei mir große Bauchschnitte. Ne? Also wenn es ganz, ganz hervorragend liefe, dann würde das bedeuten, dass die entsprechenden Organe, die du gerade genannt hast, entfernt würden. Richtig. Dass der Ausgang wieder zurückverlegt würde und somit die Krankheit im Griff wäre. Richtig. Das wäre der optimale Verlauf. Ja, das wäre der optimale Verlauf. Allerdings, und das hat man mir jetzt schon im Vorgespräch gesagt, kann es passieren, dass beim Zusammennähen des Darms, es wird mit Titanklammern wieder zusammen geschustert wieder, da kann es eben halt passieren, dass es nicht richtig funktioniert hat. Das ist natürlich klar, es gibt überall Risiken. Natürlich, Sein, dass es nicht ganz richtig funktioniert. Das heißt, innerhalb von 3 Tagen nach der Operation würde man das feststellen und dann würde ich nochmal wieder operiert werden. Und die Möglichkeit ist groß, dass ich diesen verdammten Darmausgang nicht loswerde. Und der für wann genau so zu schaffen. Das glaube ich. Das macht mich fast irre. Ich kann meinen Mann nicht mehr an mich ranlassen. Er darf mich kaum anfassen. Weil du denkst, er ekelt sich. Richtig, weil ich mich auch selber davor ekle. Ich kann es ja auch nicht kontrollieren. Da hast du einen Beutel auf dem Bauch und zu jeder Zeit und zu jeder Minute kann der Stuhlgang rauskommen, kann da Luft rauskommen. Es ist einfach nur ekelig. Für wann ist jetzt diese OP terminiert, genau? Für nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch. Am Montag gehe ich ins Krankenhaus und dann kommen noch so ein paar Voruntersuchungen, Darmuntersuchungen und so. Am Mittwoch komme ich unter das Messer. Du hast gerade gesagt, dass du auch Depressionen bekommen hast. Bist du in einer psychiatrischen Behandlung? Ja, also ich bin bei einem Psychiater, der allerdings keine Gesprächstherapie macht, weil er das zeitlich nicht leisten kann. Jetzt bin ich so weit mittlerweile nach über einem Jahr hin und her gerenne, dass ich einen Psychologen kriege, aber erst nach der Operation habe ich den ersten. Vielleicht wäre es aber auch ganz gut, ich meine, wenn du bei einem Psychiater bist, dass der dir medikamentös. Ich habe schon Medikamente. Ich kriege schon die höchste Dosis Antidepressiva. Sonst wäre es gar nicht auszuhalten. 1 Milligramm am Tag. Mehr geht nicht, mehr darf nicht. Ich kriege Tropfen, damit ich nachts schlafen kann, damit ich keine Albträume habe. Ja. Gibt es für diese Krankheit Selbsthilfegruppen, weißt du das? Ja, bin ich auch schon drin. Bist du drin? Endometriose-Vereinigung nennt die sich. Und hilft dir das etwas weiter oder macht es das noch schlimmer? Also mal so, ne? Wenn ich dann sehe, dass andere auch eben halt 5, 6 schwere Operationen hinter sich haben oder dass andere keine Kinder kriegen können. Und schon einige einerseits, aber andererseits denke ich auch, da ist so viel schiefgelaufen. Was kommt jetzt als nächstes? Also letztendlich kann man jetzt nur sagen, du musst das machen, natürlich. Ja, klar. Und man muss hoffen und beten, dass es gut läuft und wirklich mit ganz viel Optimismus daran gehen. Ja. Wobei deine Angst jeder verstehen kann. Ich auch. Hätte ich auch an deiner Stelle. Also im Moment ist das wirklich so, ich träume nachts davon. Das ist ja schon sowas, wo man eigentlich denkt, am besten wäre es morgen, damit du es hinter dir hast. Ja, damit ich es hinter mir habe. Ja, das verstehe ich. Und anderes, das ist so bescheuert. Ich habe ein Jahr lang sehnsüchtig auf diesen Termin gewartet. Endlich diesen doofen Darmausgang wieder loszuwerden. Endlich wieder normal leben zu können, was mir jetzt ja gar nicht mehr möglich ist. Bei allem Verständnis, absoluten Verständnis, Margit, für deine Angst, ich sag's nochmal, die hätte ich aber auch hundertprozentig. Dennoch, versuch doch,
das ins Hoffnungsvolle, Positive umzudenken. Denn das ist die einzige Chance, die du hast. Ja. Das ist die einzige Chance. Und du hast die Chance, immerhin hast du die, es gibt Krankheiten, wo es die Chance nicht mehr gibt. Du okay. hast die Chance, dass es alles einigermaßen gut wieder wird. Oder vielleicht sogar sehr gut. Ja. Und mit dieser Hoffnung vor Augen, glaube ich, kann man auch in so eine schwere OP gehen. Denn wenn man immer das Negative und die Angst zu sehr über sich Macht ergreifen lässt, hat man ja auch die Energie gar nicht für so eine Operation. Ja, das ist ja das Problem. Das ist das Problem, ja, ich verstehe das. Und das Dumme ist dann halt auch, ich kann auch mit meinem Mann darüber sprechen, das ist gar nicht das Thema, aber er ist natürlich auch unheimlich belastet von der ganzen Geschichte. Ja, klar. Er hat mich letztes Jahr auf der Intensivstation erlebt, wie da auf einmal wohl auch mein Herz ausgesetzt hat. Und also wirklich alles, wie ich das hinterlässt Spuren. Und er da auch gesessen hat und gedacht hat, um Gottes Willen, was kommt noch? So, liebe Margit, ich und alle Leute, die hier zuhören, sind bei dir und drücken dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen und senden dir ganz viel Glück und Zuversicht. Ja, danke. Und wir werden dich... Ja, das weiß ich. Und wir rufen dich jetzt aber auch nochmal an. Das heißt, meine Psychologin, die Anja, dann kannst du mit ihr auch nochmal in Ruhe sprechen. Okay. Ja? Toll. Vielen Dank. Und alles Gute von Herzen. Ja. Okay. Ich wünsche es dir wirklich von ganzem Herzen. Danke. Tschüss, vielen, meine Liebe. Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch informieren über unser Thema morgen. Morgen ist Donnerstag, also wieder Thementag. Und unser Thema morgen heißt Gift. Ich möchte in allen Varianten mit euch über Gift sprechen. Also vielleicht hat sich jemand von euch aus Versehen schon mal selbst vergiftet oder ist von einer Giftschlange gebissen worden oder ist vielleicht auf der Arbeit mit Gift in Kontakt gekommen und ist dadurch vergiftet worden, hat dadurch einen schweren Unfall erlitten, einen Giftunfall. Oder vielleicht hat jemand von euch einen Angehörigen verloren, der sich das Leben genommen hat mit oder durch Gift. Das Thema Gift ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann mailt uns rund um die Uhr, domian@wdr.de oder ruft ab 0 Uhr an und natürlich auch während der Sendung morgen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hier auf 1 Live im WDR Fernsehen und auf 1 Festival. Thema Gift. Jetzt geht's weiter mit der offenen und freien Themennacht und ich begrüße herzlich den Fabian. Und Fabian ist 32. Hallo Fabian. Ja, hallo Domian. Hallo Fabian. Und was geht's bei dir? Und zwar folgendes. Ich war von Mai 2005 bis August 2006 in Haft. Ja, warum? Es waren Betrügereien, Urkundenfälschung, also es waren ja eigentlich kleinere Sachen. Ja. Und ich wurde damals aus akutem Platzmangel für die ersten 3 Monate in eine 4-Mann-Zelle gesteckt, war dann mit 3 Russen auf einer Zelle. Mhm. Wurde dann, nachdem bekannt wurde, dass ich schwul bin, mehrfach zusammengeschlagen und von 2 Russen vergewaltigt. Mhm. Das Ganze ist mir dann 2-mal passiert. Hatte aber nie die Chance, dass ich aus der Zelle rauskomme. Mhm. Hab dann in der hast du es jemandem erzählt und gesagt? Beim ersten Mal hatte ich mich geschämt. Ja. Ich konnte eigentlich überhaupt nicht darüber reden, weil im Knast ist sich jeder selbst der Nächste und da gibt es eigentlich keinen, wo man darüber reden kann. Wir wollen keine Namen nennen, aber wir reden von einem Gefängnis in Deutschland. Ja, ja. Das können wir sogar noch weiter eingrenzen, das war in Bayern. Okay. Und beim zweiten Mal, wo mir das dann passiert ist, ich hatte einfach so große Angst, dass es mir nochmal passiert ist, hatte ich mir dann in der Nacht versucht, das Leben zu nehmen. Und zwar hatte ich mir dann mit einer selbst manipulierten Einwegrasierer, hatte ich mir die Pulsadern mehrfach aufgeschnitten. Also ich habe mir Du hast ja versucht, das Leben zu nehmen in dieser 4-Mann-Zelle? Ja. Während die anderen schliefen? Ja, habe ich mir regelrecht den linken Arm mit dieser Rasierklinge regelrecht zerfetzt aufgeschlitzt. Hm. Wurde aber dann in dieser Nacht noch gefunden und wurde dann aus dieser Zelle weggebracht, aber nicht wegen der Vergewaltigung, sondern da hieß es dann bloß noch Selbsttötung und Verstümmelung. Wusste denn zu diesem Zeitpunkt jemand was von der Vergewaltigung? Als ich dann aus dieser Zelle rauskam, hatte ich dann, mir blieb nichts anderes übrig, weil ich hatte es dann gesagt, aber mir glaubte das keiner. Ich meine, war alleine. Die waren zu dritt und da zählt das Wort von denen gegen das meine. Ja gut, aber ich meine, die Leute, die das zu beurteilen haben, die wissen, wie es in Gefängnissen abgeht. Da muss ich aber auch noch dazu sagen, ich war da auf einer Abteilung,
ich hatte da Vollzugsbeamte und da ich war dann als Homosexueller nicht gerade gut gestellt. Also. Ah ja, verstehe. Mhm. Und das wurde dann mehr oder weniger bloß belächelt. Und ich habe jetzt Freunde, Bekannte, die sagen, die einen sagen, ja, du bist selbst schuld, wärst du nicht in den Knast gekommen, wäre das nicht passiert. Andere sagen dann wieder, ja, jetzt bist du ja raus und sei froh, dass du es hinter dir hast, aber ich habe jetzt immer noch Angst, dass ich irgendwie in Situationen komme, wo ich mir alleine nicht helfen kann oder wo mir dann keiner glaubt. Lass uns noch mal die Geschichte zu Ende erzählen. Du bist dann aus der Zelle rausgekommen wegen des Selbsttötungsversuches. Genau, weil es akute Suizidgefahr war. Ja, und bist dann danach in eine andere Zelle gekommen? Nein, das war ja noch der Hammer. Ich wurde dann erst für ein paar Tage in Bunker verlegt, weil die ja geglaubt haben, ich bin geisteskrank und ich wollte mich einfach bloß umbringen. Mhm. Also man hat mir da auch nicht geholfen, sondern man hat mich einfach bloß in einen Bunker weggesperrt, wo ich dann 24 Stunden mit einer Kamera beobachtet worden bin. Aber es hat zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keinen interessiert. Wir sprechen von einem Knast in Deutschland. Ja. Ich sag's nur mal zwischendurch nochmal. Okay, und dann weiter? Und erst als ich dann den Mut gefasst hatte, weil mir dann ein Sozialarbeiter von dieser JVA gesagt hat, ich sollte das zur Anzeige bringen. Ich war damals blöd. Also im Nachhinein, ich würde es nie wieder tun, aber ich habe damals das dann zur Anzeige gebracht. Aber was mir dann passiert ist, ich hatte dann wirklich gedacht, mir wird geholfen. Aber dann ist es ja der Horror erst noch richtig losgegangen. Ich bin von einem kleinen, relativ kleinen Knast in einen relativ großen Knast gekommen, also wo die Gefangenenzahl ja mehr oder weniger verdreifacht wurde. Und da ist mir dann erst noch richtig dreckig gegangen. Also ich hatte dann den Rest meiner Haftzeit, das war ja noch über ein Jahr, in diesem großen Knast zu verbringen. Und ja, das war dann erst noch der Horror. Also ich bin jetzt seit August letzten Jahres draußen, aber... Aber du hast gesagt, du hast Anzeige gegen diese drei russischen Inhaftierten. Ich habe Anzeige gemacht wegen Vergewaltigung, aber ich hatte keine Namen genannt. Und weil ich eben keine Namen genannt hatte, ist es von der Staatsanwaltschaft dann auch wieder eingestellt worden. Warum hattest du so eine Angst, die Namen zu nennen? Ich bin dann von mehreren... die Russen sind im Knast eine riesengroße Familie, also es ist einfach mal so. Und ich bin von mehreren anderen Russen auf anderen Gängen auch dann noch bedroht worden, wenn ich das irgendwie zur Anzeige bringen würde oder wenn ich Namen nennen würde, würde ich auch draußen weiterhin noch Probleme haben. Und ich habe heute immer noch Angst, es könnte irgendwas passieren. Und diese Angst, wo wirklich keiner versteht, und diese Angst, mit der ich ganz alleine bin. Ja, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir hatten hier in Nordrhein-Westfalen vor einigen Monaten einen sehr dramatischen Fall. Weiß ich ja, habe ich mitverfolgt und ich bin entsetzt über sowas. Genau, und dieser Fall endete dann mit dem Tod des des Opfers. Habe ich mitverfolgt, ja. Und als man das hier gelesen hat und wir das hier mitbekommen haben, waren wir fassungslos, weil wir dachten, sowas gibt es nur in Filmen. Insofern kann ich erahnen, weil dieser Fall hier sehr ausführlich berichtet wurde in der Presse, kann ich erahnen, was du mitgemacht hast und was für einen Horror du ausgehalten hast. Was mich noch fragen, es gibt ja nun überall in den Gefängnissen, auch wenn es vielleicht ignorante Wärter gibt oder Beamte, aber es gibt doch Ansprechpartner, Sozialarbeiter, Psychologen, Pfarrer. Hattest du da niemanden, dem du dich gleich hättest anvertrauen können? Ja, Sozialarbeiter. Ich meine, man hofft sich da irgendwo schon Hilfe, aber das ist, wenn ich mal ganz dumm gesprochen, wenn ich jetzt gegen eine Wand trete, habe ich den gleichen Effekt. Also es passiert eigentlich überhaupt nichts. Ja, das kann auch sein, dass du einfach großes Pech hattest da, dass da gerade so Leute waren, die wo es keinen Ansprechpartner gab, definitiv nicht. So, jetzt bist du raus und hast natürlich dieses Trauma in dir. Ja, ich habe manchmal wirklich nachts Angst einzuschlafen, weil ich dann wirklich wieder schweißgebadet aufwache. Ich habe Angst, wenn es an der Tür läutet, Angst, wenn ich einen Anruf bekomme. Ich habe wirklich schon Nächte hinter mir, wo ich sage, ich gehe 3-4 Nächte oder 5 Nächte nicht ins Bett, weil ich einfach Angst habe einzuschlafen, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich aufwache. Also du hast eine ganz konkrete Angst, dass dir Leute aus dem Gefängnis nochmal nachstellen? Ja. Obwohl du niemanden verpfiffen hast in dem Sinne und die sind ja kommen ja alle ungeschoren davon. Ja. Oder sind alle ungeschoren davongekommen? Genau, weil ja das von der Staatsanwaltschaft her wieder eingestellt worden ist. Ich habe dann jetzt im Nachhinein nach meiner Entlassung versucht, über einen regionalen TV-Sender das Problem auch schriftlich zu machen. Und ich wollte dann eigentlich an die Öffentlichkeit gehen, aber da ist eigentlich nie eine Rückmeldung gekommen. Also habe ich da, denke ich mir mal, auch keiner für ernst genommen.
Ich bin also, wirklich ganz alleine. Ja, also ich würde dir zuallererst mal empfehlen, dafür werden wir dich auch gleich mit den entsprechenden Adressen versorgen, den Kontakt aufzunehmen mit dem Weißen Ring. Mhm. Opferhilfsorganisation. Mhm. Sehr gut. Kennst du? Ist mir jetzt eigentlich weniger begriffen. Ja, da hast du schon mal einen hervorragenden Ansprechpartner. Für alle weiteren Sorgen, die du hast, und es gibt sicher eine ganze Menge Fragen, die noch offen sind. Darüber hinaus würde ich dir auch ganz, ganz dringend empfehlen, Fabian, dass du dich in eine therapeutische Behandlung begibst. Du hast drei Vergewaltigungen hinter dir. Ja, ich weiß. Also, das ist jetzt egal, ob ein Mann oder eine Frau vergewaltigt wird. Das ist ein unfassbarer, brutaler Eingriff in die Seele eines Menschen. Und, ich schäme mich einfach dafür, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin irgendwie selbst schuld. Warum? Ich weiß es nicht. Das hat ja auch gar nichts damit zu tun, ob du nur schwul bist oder nicht. Was meinst du, wie viele Männer in Knästen vergewaltigt werden, die alles andere als schwul sind? Das weißt du auch. Ja. Dafür muss man sich ja nicht schämen, wenn einem so schämen muss sich der Täter. Ich meine, aber das ist auch so normal. Was meinst du, mit wie vielen Frauen ich schon gesprochen habe, die auch dann sagen, sie schämen sich. Und ich sage immer, mein Gott, du musst dich doch nicht schämen. Der Täter muss sich schämen, nicht du. Du bist das Opfer und dir gehört alles Mitgefühl und alle Hilfe muss dir zuteil werden. Also ein weiteres Problem ist dann wirklich, weil Freunde, Familie, Bekannte, jeder nur sagt, du bist irgendwie selbst schuld, wärst nicht im Knopf. Ja gut, natürlich, ja, aber was ist denn das für ein blödes Argument? Ja, natürlich, wenn du nicht im Knast gekommen wärst, wäre es nicht passiert. Aber das ist doch keine Argumentationslogik. Was für ein Quatsch. Natürlich, aber das eine hat mit dem anderen so in dem Sinne nichts zu tun. Ich habe momentan das Gefühl, ich stelle irgendwie vor einen Scherbenhaufen. Ich soll in 2 Tagen, jetzt habe ich endlich was gekriegt, ich habe einen Job gefunden, ich soll einen Job anfangen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege das Ganze überhaupt nicht auf die Reihe. Ja, das glaube ich, weil du seelisch völlig instabil bist. Sag mal, ich gehe mal davon aus, dass diese russischen Mitgefangenen dich mit Sicherheit nicht mit einem Gummi vergewaltigt haben. Hast du die entsprechenden Gesundheitsuntersuchungen gemacht? Nein. Auch nicht? Ich habe Angst. Mhm. Das heißt, dieses Thema ist ja auch noch im Kopf. Genau. Verstehe. Ich habe Angst, ich hätte irgendwelche gesundheitlichen Konsequenzen auch noch zu tragen. Mhm. Mhm. Ich weiß, ich müsste es eigentlich schon längst machen, aber das ist nur größere Angst. Ich bringe das nicht fertig. Mhm. Ja, du müsstest es schon machen, weil du dann natürlich, wenn es gut gegangen ist, was wir alle hoffen, eine Erleichterung, eine große Erleichterung schon mal hättest. Ja, aber weißt du, ich bin wirklich, es ist keiner mehr, der wo irgendwo auf meiner Seite ist, und wenn ich jemanden hätte, der wo mir irgendwo hilft, aber... Du hast keinen Partner im Moment? Nein. Nee, da bin ich auch von ausgegangen, aufgrund dessen, wie du es erzählt hast. Gibt es ja auch nicht wirklich einen guten Freund oder eine gute Freundin? Nein. Niemand. Seit meiner Haft haben sich die sowieso nach und nach irgendwie verpflichtet. Mhm. Aber du warst zum ersten Mal in Haft? Nein. Das war schon das zweite Mal. Mhm. Habe aber beim ersten Mal eigentlich überhaupt noch keine Probleme gehabt, also solche Probleme jetzt in der Art. Mhm. Das ist mir erst beim zweiten Mal dann ja passiert. Also aufgrund dessen, dass da keine Freunde um dich herum sind, ist es umso nötiger, dass du Hilfe brauchst. Aber du würdest auch professionelle Hilfe brauchen, glaube ich, wenn du Freunde um dich herum hättest, weil ja, das ist einfach zu schlimm, was da passiert ist. Ich kann auch keine wirklich nachvollziehen. Also die Angst, das muss man sich vorstellen, nachts eingesperrt in einen Raum, wo keiner reinkommt oder wo keiner rauskommt. Ich bin mit zu viert in dem Raum drin. Grauenhaft. Und grauenhaft. Ich bin ganz alleine. Grauenhaft. Grauenhaft. Da gibt es gar kein Wort für. Ich wollte damals eigentlich bloß nur sterben. Mhm. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Und es ist bis heute noch kein Tag vergangen. Also ich wach früh mit dem Gedanken auf, gehe nachts mit dem Gedanken ins Bett. Also es ist eigentlich mein ganzes Leben seit der Entlassung. Normalerweise müssen wir ja sagen, jetzt kannst du ja froh sein, dass du draußen bist. Seit meiner Entlassung ist das einzige Trauma. So, Fabian, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Du kriegst noch eine ordentliche Beratung von meiner Psychologin und die entsprechende Nummer vom Weißen Ring. Okay. Alles Gute wünsche ich dir von ganzem Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss.
In der Technik war Malte Imels. Morgen heißt unser Thema Gift. Was habt ihr mit oder wegen Gift schon erlebt in eurem Leben? 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche